Herzlich willkommen bei Mittelalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und die taiwanesische Metalband Tonic hat ein neues Video am Start, ein Live-Mitschnitt. Ist aufgenommen am 30. März diesen Jahres und es ist der Song Quell the Souls in Sing Ling Temple. Der Song ist schon von 2011, vielleicht kennt man den, aber jetzt neu live. Wir hören da mal rein, wir schauen da mal rein. Ihr kennt das Ganze. Ich quatsch drüber, danach quatschen wir über die Band. Los geht das. Ja, ganz typisch Tonic. Hat er schon mal einen Rick zu denen gemacht, finden wir unter anderem hier oben im I. Ah, geil. Wie gefällt es euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr dabei seid, Like und Abo nicht vergessen. Das passt. Das ist geil. Aber dieses Kreische oder dieses Schreie. Ja, mein Tief einmal hoch, geil. Ah, ist auch gut was los. Beim Megasport Festival. Dieses Jahr natürlich 2024, ja. Auch die Streicher darin eingebaut, sehr geil, das passt. Ist natürlich alles vom Keyboard in dem Fall. Aber das steht wenigstens auf der Bühne, das kommt nicht über Samples rein. Das ist geil. Mir gefällt. Tonic ist eine Band, die kann ich immer wieder hören. Das ist so geil. Richtig geile Brutalität. Aber doch symphonische Klänge dabei. Der ruhige Part. Diese, hier wird man es als Folk-Einflüsse benennen, da wahrscheinlich auch. Ja, das ist ein geiler Mix aus Black Bass, Power Metal Elementen alle drin. Geil, 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 geil.
der Tanzpart. Der Song ist auch gut lang, es gefällt mir. Passt. Quell the Souls in Ling Ling Temple. Tonic Live 2024. Geiler Song. Mehr brauche ich dazu ja quasi gar nicht sagen. Wenn das Ganze auf Deutsch oder auf Englisch gesungen wäre, dann wäre das Pagan Metal, dann wäre das Folk Metal. Ich guck mal, wie es auf Metal Archive steht. Melodic Black Death Folk Metal. Passt genau rein, es werden taiwanesische Mythen und Legenden besungen, es wird Antifaschismus besungen und es wird Geschichte besungen. Und die Band, ich muss sagen, ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich bei denen reinhöre. Ist ja geil, den Song weiß ich gar nicht, ob ich den kannte. So, ich habe die in zwei, drei Playlisten drin. Ich muss sagen, geil. Geil, gefällt mir. Das ist so eine Band, kann man immer wieder hören und passt auch genau in diesen Folk-Pagan-Metal rein, den ich gerne höre. Und wie gesagt, die könnte man doch so in eine Stufe stellen mit, weiß ich nicht, den alten Equilibrium-Sachen, mit Finster Forst und all sowas. Und wenn man da nicht auf die Texte achten würde, die halt nun mal schlecht verständlich sind für uns, da sie in einer anderen Sprache singen, was aber auch da wahrscheinlich der Fall ist, da die kein Deutsch sprechen, beziehungsweise, ja, wenn sie dann die Lieder auf Englisch sind, dann passt das ja. Aber ich muss sagen, der Song ist geil. Es macht Spaß. Tonic gibt es ja auch schon seit 95 und haben auch schon einige Veröffentlichungen rausgehauen. Allein an kompletten Alben sind es, muss ich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Alben. An Full-Length-Alben, dazu kommen noch Live-Alben, dazu kommen noch EPs, dazu kommen Splits, Video-Veröffentlichungen, jede Menge. Und ich muss sagen, was die Band so raushaut, das ist schon manierlich und machen halt auch Spaß. Was haltet ihr von Tonic? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, kanntet ihr sie vorher schon, findet ihr so gut? Schreibt es mir gerne, schreibt mir auch gerne ein paar andere Bands, auf die ich reagieren kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.